Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum einer neuen Folge F1 Manager 22 zum Saisonwechsel, sage ich mal. Wir gucken uns mal ganz kurz die Einrichtungen an. Das sieht gut aus, nicht dass irgendwo wird gerade modernisiert. Das passt. Pass auf, perfekt. So, und zwar geht es hier jetzt um Vertragsverlängerung etc., was wir uns halt alles kümmern müssen. Modernisierung, Wetterstation. Leistungsbesprechung, Vorstand. Sieht schon recht gut aus. Boxencrew-Leistung. Wir gehen erstmal in Richtung die Regeländerung, die Punkteänderung, es ist furchtbar. Frage ist, ab wann wir mit einem neuen Fahrer verhandeln müssen. Lohn bekommt 5 Millionen. Frage ist, wann muss man mit den Fahrern verhandeln? Dass seine Position gesichert ist. Bin damit aber echt überhaupt nicht zufrieden. Mal, er kriegt einen Entwicklungspunkt. Auch Daniel Ricciardo kriegt einen. Warte mal, wir gehen mal auf seinen Vertrag. Ich bin damit nicht glücklich. Alter, Bottas, 18 Millionen. Ist hier Vertragsdauer 4 Wochen. 1. Dezember, wir machen einfach mal weiter. Wir bieten Fernando Alonso einen Vertrag an.
Puh. Tag abgelehnt. Offensichtlich gerne einen Startbonus. Bessern wir ein bisschen nach. Startbonus ist ihm zu ein wenig. Aktueller Vertrag umfasst 510. Von 350. Kriegst du Bonusschwelle 6. Meine Herren, ey. Das muss es jetzt sein, aber. So. Wir holen Fernando Alonso zurück zu... Klar. Ich weiß nicht, ob wir uns die Buyout-Gebühr sparen können. Auf jeden Fall sind die Schauen wir mal, wir kommen in der neuen Saison. So, auch Schale der Vorsaison. Millionen. Das erhöhen wir. Der Vorsaison Einkommen. So, neues Saisonziel. Fünfter oder höher. Konstrukteursmeister knüpfen wir weiter an. Technisch. Ganz und sportlich. Wir kennen das Prozedere. Die Punktevergabe wird ja reduziert. Nur bis Platz 8 gibt es Punkte. Das heißt, ich hoffe, dass wir uns auch da drin tatsächlich bewegen. So, beim Motor. Es ist heftig, dass der Red Bull der klaren Red Bull Powertrains, er schneidet nicht schlecht ab. Riskieren wir das und nehmen einen neuen Motor. Die Kraftstoffeffizienz liegt hier bei 40, die ist bei Renault deutlich besser. 50% Verschleißwiderstand. Maximale Haltbarkeit, die ist auch deutlich besser. Wir
probieren es mit einem Motorwechsel. Risiko. Wir haben keine andere Wahl. So, Leistung. Vergleich. Steigt auf jeden Fall. Niedrige Geschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit. DRS-Beschleunigung. Aber die Regeln. Die Fahrerplatzierungen. Pierre Gasly ist zu Alfa Romeo, Daniel Ricciardo zu Alpine, das war fast klar. Piastri ist zu Haas. Vettel, Alfa Tauri, Albon, Alfa Tauri. Mick Schumacher zu Williams, das ist aber ein deutlicher Rückschritt. So. Autoteileentwicklung offen. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir da machen. Denn ist Bahrain, soll schon das ein oder andere Teil gefertigt sein. So, wir spielen ja gerade ein bisschen rum. Und gucken uns die Werte an nach den Geschwindigkeiten. Und wir wollen in der hohen Geschwindigkeit ein bisschen stoppen. Luftstrom. So, wir zeigen uns die Werte mal an. Wir zeigen hier knapp Höchstgeschwindigkeit. Das. Hier steigt die Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigung bleibt ungefähr. Nee, bleibt genau gleich. Gott, soll 93 Tage dauern. Das wäre ja nach dem Bahrain Grand Prix erst. Das könnte bis zum 4. März fertig werden, bis zum 8. März. So intensiv. Der 13. März, das wäre auch vor Bahrain. 19. März wäre auch vor Bahrain. Wir nehmen die Hälfte. Damit startet das Projekt Unterboden. Und wir fertigen noch eins an. So, wir wollen uns eigentlich noch in puncto Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung verbessern. Das würde bedeuten, dass ein Heckflügel her muss. Es könnte gegen Ende Februar fertig sein. Bei geringer Geschwindigkeit, bei hoher Geschwindigkeit. Hier bleiben die Werte gleich. Hohe Geschwindigkeit kann ich ändern.
geht die Beschleunigung noch hoch. Niedrige Geschwindigkeit haben wir extrem runtergeschraubt. Was bedeutet das an Werten? Deutlich schlechter gehen. Mittlere Werte. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gucken wir mal, ob wir da noch was ändern können. Beschleunigung DS geht hoch, deutlich. Kurvengeschwindigkeit geht aber runter. Also bleibt das so. Luftstromempfindlichkeit. Sollte das an Werten 62 und so, damit werden wir arbeiten. Das ist schon ein bisschen knifflig. So, wir könnten am 17. Februar fertig sein. März, das reicht eigentlich. Sind mal drei Ingenieure frei. Dann beginnt nämlich der neue Testzeitraum. Ich hoffe, dass der neue Motor und auch Teileentwicklung tatsächlich für uns irgendwie von Vorteil ist. Ist der ganze Monat abgeschlossen. Ich stoppe mal, weil wir haben jede Menge E-Mails. Entwicklung. Endo Norris. Alonso bekommt nichts. So. Gott. Hubschrauberlandeplatz. Ja, da gucken wir gleich nach. Ich benutze untätige Ingenieure. Entwicklung haben wir geguckt. Vorstandsbüro. Auch Ben Watkins hat 2 Punkte. Müssen mal gucken, ob wir nicht auch personaltechnisch dann irgendwann mal schauen. Darf ich weiterkommen? Jawohl. So, die Einrichtung muss ein bisschen modernisiert werden. Kostet 3 Millionen. Mein lieber Scholli. Ich bin doch nicht Krösus. Aber die sind schon ein bisschen günstiger.
Sollte man vorher bedenken, wenn man ausbaut, ne? So. Eckflügel ist fertig. Aus. Ah. Entwurf von Eckflügel abgefunden. Tourenzentrale. So, warte mal. Da kommen die nächsten Teile. Gibt es hier nicht auch irgendwann noch Tests? War das nicht so? Genau, der beginnt da. Neues Projekt. Jetzt fertigen wir erstmal einen Heckflügel an. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, wann beginnt der Test rein? Zeitraum nochmal. Achso, nee, das ist der Zeitraum. Testergebnisse, die gibt es ja morgen schon. Mal rein. Also, das ist eigentlich egal. Eckflügel. 4 Stück. Wir haben bis zum 14. März fertig. Zum 10. März. Ach, echt. Bei den Tests ist es noch nicht so für uns jetzt wichtig, dass wir... uns schon zeigen... das Vivo-Trophäenraum. Ja. Die Tourenzentrale ist im schlechten Zustand. Das war Betriebseinrichtung. Die ziehen an das Geld aus der Tasche. So, Testergebnisse von Barcelona. Wie es aussieht, könnten wir im Bereich Bremskühlung gegenüber der Konkurrenz noch einiges verbessern. Deutlich. Design von Unterboden wird da auch abgeschlossen sein. Kurz gucken im Kalender die nächsten Termine. Okay. Autoteileentwicklung. Neues Projekt und wir entwerfen. So. Die Bremskühlung hier, die geht schon auf 62. Allerdings ändert sich unser Rang nicht. Gewinnen aber an der Höchstgeschwindigkeit MDS. Und deswegen werde ich das genauso fertigen. Wäre am 8. April fertig. Vor dem Rennen in Australien. Es ist da März, das wäre Saudi-Arabien. Wir nutzen die volle Chance. Und auch der Unterboden ist fertig. Und damit können wir gleich direkt das nächste Teil basteln. Wir brauchen 4 Stück. Machen wir schnell, weil wir zu Bahrain natürlich auch was Neues mitnehmen wollen. Oh, die anderen Teams haben auch entwickelt, so bist schon mal klar. Wir können natürlich schon wieder ein neues Projekt entwerfen. Ich entscheide mich für den Seitenkasten.
baller den Rest hier einfach raus, was wir zur Verfügung haben. So, was haben wir denn? Optimale Aerodynamik. Rennleistung. Geht die Höchstgeschwindigkeit auf 7. Optimale Kühlung. Der Motor auf 7. Nicht drum rum, die Motorkühlung auch zu verbessern. Es ist nicht viel, aber immerhin. Uiuiui. 21. April Einstellungen. 9. April. 11. April. 14. April. Bedeutet auch vor Australien. Komm. Aushauen. So, Design abgeschlossen, Fertigung, Heckflügel, Fertigung. Jetzt wird es spannend. Gibt es eigentlich, es gibt doch glaube ich noch einen, jawohl, warte, einen Test. Am 18. Davon haben wir 4. wir basteln das auf jeden Fall schon ins Auto. So, Heckflügel. Und Unterboden. Und das sieht schon deutlich besser aus im Gegensatz zu vorher. Wenn man das jetzt anguckt gegenüber dem zweiten Auto. Ich bin gespannt. Wichtige E-Mails. So, da haben wir einen deutlichen Fortschritt erzielt. Kurvengeschwindigkeit sind wir top. Warte mal, was sagt er denn? Ich habe im Bericht über Performance unseres Autos, wir sollten diese Nutzenstrategie. Gut, Bremskühlung, Motorkühlung. Vielleicht haben wir noch ein bisschen an der Beschleunigung. So, an sich würde ich sagen, wir waren sich gespannt auf Bahrain und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.